Ja, die beiden freunden sich an und das Ding ist ja auch, wie das halt oft so ist, und das ist ja auch eigentlich die Natur einer fast jeden gut geschriebenen Buddy-Komödie, die beiden sind ja gar nicht so verschieden. Der Unterschied ist nur, der eine ist irgendwo da angelangt, wo er sein Leben lang hingehörte, und der andere hat das ein Stück weit verleugnet.